So, es geht rüber zu den Startplattformen. Schauen wir doch mal. Ich hoffe, es kommt noch irgendwie eine Erklärung, was nun mit Sally und dem ganzen Kram passiert ist. Also was das alles genau bedeutet. Ach genau, der Level, der war nämlich irgendwie im Trailer auch zu sehen. Mit der Rakete im Hintergrund. Müde. Show me what you got. Man hat mich darüber informiert, dass du unterwegs bist und das Paket in Kürze zum vereinbarten Treffpunkt lieferst. Ich werde warten. Komm nicht zu spät. Es wäre immer ganz gut, wenn bei den Audioaufzeichnungen noch dabei steht, wer das sagt. Die Götter als die, die wir schufen. Stets in unserem Bilde. Wir sind Künstler, Ingenieure, Schriftsteller, Poeten, Musiker, Wissenschaftler, Genies. Jeder einzelne von uns hat diesen Funken. Der Fehler, den wir gemacht haben, und ja, wir haben Fehler gemacht, das ist eine andere schöne Facette des Menschseins. Und die Größe zu haben, das zuzugeben, ist eine weitere. Der große Fehler, den wir gemacht haben, war zu glauben, wir wären die Herren unserer Domäne und nicht ihr Partner. Und nein, nicht mal das. Sie wird nicht umsonst Mutter Erde genannt. Niemand sonst hat uns genährt, für uns gesorgt, war uns sichere Zuflucht. Aber wir haben sie beiseite geschoben. Arrogant, selbstgefällig in unserer Überlegenheit, unserer Technologie. Nun, das Gute an der Wissenschaft ist, dass mit einer Menge harter Arbeit, und dafür braucht es uns alle, wir eine Chance haben, umzukehren. Wollen Sie nicht in einer helleren Zukunft aufwachen? Ich weiß, dass ich es will. Wohlstand ist wertlos, wenn die Menschen hungern, krank sind und der Planet draußen vor unserem Fenster stirbt. Ich verstehe es. Ich verstehe es endlich. Darum habe ich entschieden, aufzustehen, etwas zu bewirken. Wir können alle etwas bewirken. Wir müssen es nur wollen. Es ist spannend, richtig? Wir stehen hier vor völligem Neuland. Resolve und Creo werden alles verändern. Wir blicken auf einen neuen Morgen für die Menschheit. Schaut auf uns. Schaut auf uns als Spezies. Wir verdienen es, zu existieren. Es gibt keine Götter als die, die wir schufen. Und wir taten es stets in unserem Bilde. Wir sind Künstler, Ingenieure, Schriftsteller, Poeten, Musiker, Wissenschaftler, Genies. Jeder einzelne von uns hat diesen Funken. Der Fehler, den wir gemacht haben, und ja, wir haben Fehler gemacht, das ist eine andere schöne Facette des Menschseins. Und die Größe zu haben, Jonah. An alle Mitarbeiter. Countdown steht bei T-9 Sekunden. Statusreport ausstehend. Was ist das denn da oben? Sieht irgendwie aus, als gehöre es hier nicht hin. Vor allem sieht es irgendwie aus, als würde es sich bald bewegen. I don't like. So, das nächste Implantat in Lila. Achso, das ist hier der Regenerator. Das ist auch nur ein Level 4 Ding, ne? Mark 4 ist gar nicht Mark 5. Energiegewinn 100%, Ausdauerregeneration 100% bei niedrigen Lebenswerten. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht genau, ab wann die zählen. Bisschen Angst, dass mir hier irgendwo dann der Boden weggerissen wird. Warum ist denn hier niemand? Oh, okay. Das stimmt nicht. Hier sind sogar jede Menge Leute. Nur nicht.
nicht mehr so, wie man es haben wollte. Oh, oh, okay. Da macht jemand die Tür zu. So, hier, First Floor Cargo Area, Second Floor Refueling, also Nachtanken, dritte Etage Startkontrollen. Okay, also hier würde ich jetzt dann rüberfahren, aber bevor ich da rüberfahre, dann ganz kurz gucken, da hinten war noch der andere Weg. Da war noch ein Fahrstuhl, vielleicht geht es da runter in die Servicestation. Hier vor völligem Neuland. Resolve und... Oh, ja, oder auch nicht. Wir stehen vor Neuland. Guten Tag. Versuchen wir das gleich nochmal. Das Ran- und Wegspringen ist eigentlich ganz nützlich. Nutze ich viel zu selten. Okay. Hey ho. Alter, wie hast du dich bitte da rangedreht? Wie ging das denn? Na komm, machen wir es nochmal. Ja, ich springe direkt vor die Nase. Hat immer nicht gereicht zum Heilen. Was ist denn das für eine komische Struktur hier? Vor allem, wenn die hier irgendwo sind, dann sind auch irgendwann die... Hä? Wieso hallt das so komisch? Wenn die hier sind, dann sind diese komischen Dinger aus dem Geheimraum im Bio... Wo war das? Im Biolabor? Oder in der Forschungsabteilung? Dann sind die hier auch irgendwo. Wir stehen hier vor völligem Neuland. Sag mal, ahmt das Zeug auch Geräusche nach? Okay. Wir stehen hier vor völligem Neuland. Das ist ja fies. Okay, keine Ahnung, warum da eine Tür war, aber naja. Ach, das ist ja cool. Das ist ja sehr cool. Oh, wer bist du denn? Lebst du also noch? Ach, Alec. Was für eine Ironie. Wir sind so weit gekommen, nur um hier zu enden. Okay, das kennen wir. Ich schaffe es nicht. Ja, ich sehe die Ironie. Ich war es, die gesagt hat, komm nicht zu spät. Es ist einfach zu gefährlich. Ich gehe direkt zum Terminal. Hier unten bricht alles auseinander. Beeil dich. Wir sehen uns dort. So, von wem war das jetzt? Ich kann die Stimmen kann ich nicht so gut erkennen. Ja, das war die Mallory. Noch ausstehen, das ist was anderes. Das ist der CEO. Was haben wir hier? Es beschleunigt sich. Das ist intelligent, hat Bewusstsein. Ich schaffe es nicht. Das ist von C. Lamar. Rendezvous. Update. Geh direkt zum Terminal. Das sind die Creonet-Sachen. Die haben wir komplett. Ich weiß auch nicht genau, ob das quasi
Also ob das immer die Bank voll machen kann. Was du gesucht hast? Ich denke nicht, dass es Antworten gibt. Zumindest nicht für mich. Was ist los? Wo ist Maddie? Ich habe sie verloren. Ich wollte uns hier rausbringen. Hab versucht, sie zu beschützen. Aber sie ist weggerannt. Sie hat es nicht verstanden. Dachte, das wäre alles nur ein Spiel. Ich kann so nicht weiterleben. Oh nein. Es ist noch nicht vorbei. Wenn sie da draußen ist, werde ich sie finden. Nein. Nein, das wirst du nicht. Wie hätte sie da draußen überleben können? Ich hätte sie beschützen müssen. Ich hätte da sein müssen. Aber das war ich nicht. Das war ich nie. Alles okay bei dir? Nein. Nein, nichts ist okay. Schau dich doch um da draußen. Siehst du das nicht? Bitte sag mir, dass du es nicht siehst. Denn wenn das unsere Zukunft sein soll, dann bin ich lieber verrückt. Was ist hier passiert? Was weißt du über diese Dinger da draußen? Nichts. War nicht meine Abteilung. Ich habe in der KI-Entwicklung gearbeitet. Wir hatten nicht viel mit dem Nanite-Programm zu tun. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber wenn sie lernen, sich entwickeln, Gott, wenn sie ein Bewusstsein haben. Na, okay. Tut mir leid, ich muss jetzt los. Pass auf dich auf. Als ob das was ändert. Keiner von uns ist sicher. Nicht hier. Wie ist denn der überhaupt hierher gekommen? So, jetzt lass mich bitte mein letztes Upgrade hier im Arm. Ja. Danke. Und wir nehmen gleich Nummer 5 mit. Zack. Ha, Mann aus Stahl. Eine komplette Rüstung auf Level 5 gebracht. Very nice. Very nice, very nice, very nice. Then I don't even care about the other ones. Das kann ich immer noch nicht herstellen. What the fuck, ey. Fehler. Verbindung zum Kommunikationsmodul unterbrochen. Aha, jetzt will sie nicht mit mir reden, oder was? Aber dass ich jetzt Maddie tatsächlich verliebt. Entschuldigung. Was ist das denn jetzt? Komplett verloren haben soll? Das ist ja ein bisschen gemein. So, habe ich noch irgendwas? Achso, ich bin übrigens auf Stufe 6. Hatte ich das gezeigt in der Folge? Ich weiß nicht mehr genau. So, obwohl, nee, ich hatte ja eigentlich keine Runde mehr eingelegt, ohne dass ihr dabei wart. Noch irgendwas? Was ist die Gesundheitsregeneration? Ja, können wir für einen Kampf im Zweifel zwei mitnehmen, zwei davon. Wenn es ein großer Kampf werden sollte. Hier haben wir die Geschichte. Die brauche ich euch nicht. Mein Gott, was bin ich denn jetzt so müde? So, der Kram kann auch weg. Was ist denn? Verdammter Porsche mal. Alter! Entschuldigung, eine Sekunde mal. Was ist das denn jetzt? So, Level up. Also die 105 will ich schon noch voll kriegen. So, und jetzt kann man ernsthaft Maddie nicht finden. Irgendwo in der Anlage. Das ist ja schon gemein. So, hier sieht man nur das. Okay, das kann durchkommen. Das war so klar. Kann
bei denen irgendwas anvisieren? Sieht aus, als hätten die Nanos irgendwie die Menschen übernommen und die als Grundlage benutzt. Aber da ist ja auch Biomasse drin. Biomasse. Oh. Okay. Diese komischen Nano-Gegner sind zumindest nicht so schwer zu besiegen. Die sind immer noch die nervigsten. Zumal sie ja nochmal aufstehen. So, wo sind wir denn hier? Haha, vor Schreck gestorben. So, hier geht's nur wieder raus. Ich bin gespannt, ob das ein großes Gebiet ist. Ich kann mir vorstellen, dass das eher ein kleines ist. Ja, genau deshalb vermeide ich das nach Möglichkeit. Diesen Backstep von hinten, weil man muss unglaublich nah ran. Oh, was hat denn der gerade verloren? So, als hätte er irgendwie Nenner jetzt verloren. Sorry, manchmal muss es halt Blunt Force sein. Man muss für diesen Backstep so wahnsinnig nah ran. Und das traue ich mich immer nicht so ganz. Alter! Wenn man sich auf die Schwachstellen konzentriert, dann geht's sogar halbwegs. Reicht immer nicht, um Dings zu schaffen. Warte mal, habe ich denn irgendwas energietechnisch ausgetauscht? Irgendwas nicht richtig eingesetzt? Vielleicht sollte ich den das Saving hier mit reinnehmen. Obwohl, hochpushen bringt ja in dem Moment dann auch nichts. Ne, der ist drin. Ich habe nichts in die Richtung. Ich könnte nochmal ein Upgrade in die Richtung Energie gebrauchen. Sie nähern sich an mir. Verschlingen und verarbeiten sämtliche organische Substanz, die sie finden. Meine Substanz, die Bausteine des Lebens. Ich kann sie nun überall spüren. Unter meiner Haut, in meinen Eingeweiden. Ich bin heute zurück ins Labor gegangen. Die Körper waren verschwunden, überwachsen von dicken, schwarzen Strukturen. Dieselben hier unter meiner. Ich habe Proben genommen und sie mit meinen verglichen. Sie waren identisch. Ich versuche, gegen die Panik anzukämpfen. Habe begonnen, mit dem Code zu arbeiten. Vielleicht kann ich den Prozess aufhalten. Ihn verlangsamen. Oder sogar umkehren. Okay, also das sind Menschen. Passt ja auch zu dem, was sie vorher erzählt hat mit dem... ja. Haben wir hier... Achso, das ist das Ding sogar nochmal, Level... Nee, das ist auch nochmal Level 4. Also Mark 4.
Nee, aber das passt ja zu der ganzen Geschichte mit dem... Dies ist keine Genehmigung. Willkommen. Moment, wie hieß das? Mit diesen ganzen Nano-Grusel-Geschichten, die sie da hatten. Von wegen, ja, hier irgendwas wandelt sich da in ihrem Körper um und tralala. Also, das hat schon die Menschen als Grundlage benutzt, um sich zusammen zu basteln. Da, wie würde man denn da hinkommen? Naja, schauen wir später mal. Ich will da nicht irgendwo auf gut Glück rüberspringen. Vor allen Dingen nicht, wenn es da 2 Meter hohe oder fast 2 Meter hohe Wände sind, dann heißt das nämlich garantiert, man soll da wahrscheinlich gar nicht rüberspringen. Oder könnte ich von hier oben? Warte mal. Ich kann es ja mal probieren, im Zweifelsfall. Obwohl, das ist zu tief, oder? Okay, das hat irgendwie funktioniert. Und er hat erkannt, dass er mich ein bisschen hochfahren muss. Cool. Das ist ja cool. Ach, und dann fährt er mich hier. Ah, okay. Geil, was habe ich denn bekommen? Toll. Regeneriert Gesundheit, solange sie niedrig ist. Ja, wenn meine Gesundheit erstmal niedrig ist, dann werde ich in der Regel erschlagen. Hier unten kann ich den jetzt einfach nur runterrufen, oder? Ja. Achtung! Lastenaufzug unterwegs nach erste Etage. Das ist aber ganz cool. Also... so geht, finde ich gut. Dass er es vor allen Dingen auch merkt, dass er mich da hochschieben muss und dass ich so tief fallen konnte, ohne jetzt allzu dollen Schaden zu nehmen, ist auch sehr schön. Tankdeck. Und das da vorne sieht gar nicht mal so geil aus. Naja, mal schauen. Da schauen wir uns in der nächsten Folge um, was hier auf dem Tankdeck so los ist. Und ich tippe mal, es sind Nano-Gegner. Wird sehr, sehr unangenehm werden. Also, bis dann. Ciao.